Moin moin Leute und herzlich willkommen zum Rennen in Italien. Und ja, wir bereiten uns hier vor im Warm-up. Gerade haben wir noch versucht, den Guido zu kicken, aber leider ist das hier immer noch nicht so einfach, was das ganze System angeht. Irgendwie muss die Hälfte der... Was machst du denn eigentlich da? Ich wollte mal driften. Über die Hälfte der Lobby muss einen Spieler voten. Da war das sogar in Grid Autosport besser, muss ich sagen. Na, da musst du auch über die Hälfte voten, aber da war das Voten einfach unkompliziert, ey. Ja, und da konnte jeder drauf gucken, was passiert, und hier musst du sozusagen in die Dings gucken, in die Lobby. Was viele wahrscheinlich nicht mehr wissen, wie das geht, wie ich. Ja, und das, aber ist, ich hab's ja jetzt geschafft. Das ist übrigens der, toll. Ja, toll, aha. Ich bin ja in die Wand geballert. Wunderschön. Läuft's auch denn? Ich hab schon Angst im Rennen in der ersten Kurve. Da ist wahrscheinlich rausgefickt. Da hab ich auch schon gedacht. Da weißt du was, streng dich am Start gar nicht mal so krass an, weil kann gleich alles kaputt gehen. Das habe ich mir auch gedacht, deswegen habe ich nur einen hinteren Platz belegt. Ja, das war clever von mir. Das ist richtig smart gewesen. Ich weiß. Sagt meine Mami auch immer. Du bist was ganz Besonderes, Jung. Das Leben ist wie eine eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt. Das ist richtig. So, ich habe den guten Herrn jetzt vor mir, glaube ich. Hui! Ja, irgendwie BMW mit schwarzen Felgen. Ja. So. Ich hab mal kurz aus Versehen guten Tag gesagt. Ja, aber ich bin auch vor der S-Kurve hin reingefahren, hat auch zu früh gebremst, der Idiot. Nee, ich musste die Bremse lösen, weil sonst wäre ich in ihn reingerutscht. Ja, nennen wir das mal, du hast falsch gebremst. Das passt schon. Okay, gucken wir uns nochmal die Konkurrenz ein bisschen an. Es gibt ja ein neues Beobachtungssystem hier. Das ist ja verrückt. Das ist der Wahnsinn. Und da kannst du direkt aufs Steam-Profil gehen, aber es funktioniert irgendwie nicht so ganz. Nein! Hier kannst du noch während der Fahrt... Das geht wahrscheinlich nur, wenn du das Steam-Overlay eingeschaltet hast. Ja, habe ich auch, aber geht trotzdem. Achso. Seit wann das denn, Andy? Das ist... War Overlay, meinst du, oder was? Ja, Steam-Overlay. Ja, ich weiß, habe ich gestern angemacht, weil irgendwie was mit dem Fußballmanager nicht funktioniert hat, wegen so einem Editor. Achso. Aber ging trotzdem nicht so richtig. Deswegen habe ich es angelassen. Eigentlich habe ich alles ausgemacht, weil ich nichts haben wollte, was irgendwie einblendet oder sowas. Obwohl es manchmal aufgenommen wird und manchmal nicht. Weiß ich auch nicht, warum das... Das System habe ich auch noch nicht so ganz geschnallt. Deswegen habe ich es immer prinzipiell aus. Aber manchmal siehst du das, wenn du so nach oben scrollst, so, ne? Dann siehst du das so tick, tick, tick. Dann siehst du das immer ganz kurz aufploppen. Ja, man könnte es ja auch einfach das Steam-Overlay auf den zweiten Bildschirm legen oder Steam allgemein irgendwie. Ja, als ob jeder einen zweiten Bildschirm hat. Also ich hätte jetzt einen großen Fernseher, aber das ist für sowas... Ja, bla bla. ...ist das jetzt nicht unbedingt vonnöten. Da gucken wir uns nochmal den klugscheißer Schalke-Pup an, wie der scheiße fährt. So scheiße war das gar nicht. Wenn ich jetzt auf 230 unter der zweiten Brücke bin, ist das voll okay gewesen. Wenn ich im Rennen vor dir bin, dann bist du der schlechteste Fahrer aller Zeiten. Ich streich dich vom Kalender. Beziehungsweise von Ranking. Von der Mailingliste. Richtig. Und bann dich ins Team. Aber das Sound vom Aston. Okay, ich bann dich nicht, aber trotzdem streiche ich dich von Aston. Aber du kriegst zu Weihnachten keine Karte mehr von mir. Richtig. Aber der Sound vom Aston finde ich gar nicht mal so schlecht. So, Zeit ist um. Ja, Zeit, Runde zählt noch. Cool. Anderthalb Runden habe ich geschafft. Ich bin einmal. So Leute, dann wünsche ich euch mal viel Glück. Viel Spaß vor allem, ne? Ich hoffe mal, dass ihr deine ersten Kurve. Seid vorsichtig. Also das wird alles komprimiert da vorne. Eine Pinkelpause wäre ganz gut. Ja, das wird jetzt schwer einzurichten sein. Jetzt ist zu spät. Bremst vor allem jetzt, nicht dass ihr dann irgendwie. Was? Bremsen? Ich hab die bessere Linie, merke ich gerade. So, ich stehe auf der linken Seite auf Platz 9. Nein, Strafe! Einige Frühstarts, auf jeden Fall. Hexor auch, oder wie der heißt? Nein, das war doch mega knapp, Alter! Ich glaube, Platz 5 und 7 haben auch einen Frühstart hingelegt. Ja, 5 war ich.
Oh, hier ist es voll. Ist es voll? Nein, du fährst geradeaus weiter. Scheiß die Wand an, Alter. Wenn du mir hinten drauf fährst mit deinem Mustang, dann hast du die gleichen schlechten Karten wie ich. Ich wollte es nur gesagt haben. So, mal vorsorglich ein bisschen früher bremsen. Oh, da fliegen Teile. Da fliegen zwei Mann raus. Ich werde gerammt in der Schikane. Weil sich irgendein grüner Aston Martin erstmal schön reindrängeln muss. Der nimmt auf nichts Rücksicht. Müsst ihr aufpassen. Ich habe den Namen nicht so schnell lesen können. Oh, hier gibt's auch Action. Der grüne Aston müsste jetzt Sechster sein. Durchfahrtstrafe, Alter. Kack die Wand an, ich glaub's nicht. Ja, ich aber auch, also. Ja, links und rechts jetzt hier einer, oder was? Nein, nein, nicht ins Kiesbett. Nein, nein. Komm, gib Gas, gib Gas. Oh. Ja, schön, mit gerammt, dreh mich, geil. So, der Grüne. Kann man das hier irgendwie ausblenden? Nein, du musst in die Box fahren, dann kannst du es ausblenden. Ja, läuft. Wunderbar weggeschoben worden. Und ich habe einen Lenkschaden. Na geil. Cool. Aber ich fahre erst zum Schluss in die Box. Weil dann erspare ich mir die ganzen Battles. Du musst innerhalb von 3 Runden fahren, ne? Das weißt du. Wer sagt das? Glaube ich. Also als wir im Rennen gefahren sind, sind wir bis zum kurz vor Schluss wirklich gewesen. Okay, ja, mach wie du denkst. Na gut, aber disqualifiziert möchte ich jetzt auch nicht sein. So, hier ist der große Trommelwirbel. Was macht das Spiel mit mir im Boxenstopp? Nachtanken, nö, Reifenwechsel, ja. Speichern. Los, mach irgendwas. Mal gucken, was passiert. Wäre auch schön, wenn sie noch reparieren. Moment, passiert gar nichts, ich höre auch nichts. Ich müsste mal, glaube ich, mein Fenster zumachen. Draußen ist irgendwo eine Party im Garten. Ja, schön Divebomben, Alter. Was bist du für ein Vollidiot? Oh, ich darf losfahren, dankeschön. Randy hat jetzt auch endlich Spaß im Rennen, ne? Oh Mann, Alter. Verpiss dich doch, och Mann. So ein Idiot, ey. Wer war's? Cheeps. Wie sieht er aus? Scheiße sieht er aus. Mustang, ja, schwarz-grün. Mustang. Ja, ich bin jetzt übrigens 13. Mann, ey. So ein Idiot. Alter, nein. Oh lol. Okay, ich bin 12. Einer ist raus. Mein Gott, Alter, klar. Weißt du, keine Chance gehabt, in der Kurve zu überholen, er macht's trotzdem. Kennen wir ja nicht anders. Ab in die Box rein, schön mit voll Topspeed. So schnell wie in der Box bremst man sonst nie. 250? 80. Naja, ich fahre jetzt ein entspanntes Rennen für mich alleine hier. Irgendwem ist gerade in dem Auto auf der Start- und Ziellinie, glaube ich, drauf gefahren. Steht da noch eine? Ja, also bei mir schon. Da stehen, glaube ich, sogar 2, oder sind die in der Box? Die habe ich vorhin gar nicht gesehen. Ach ja, ich war ja in der Box. Also einer davon ist Raluftboy, der wird hinter mir gewertet. Der ist nämlich ein grüner Punkt für mich. Der ist der 13., aber wer der andere ist, weiß ich nicht. Der kann da eigentlich nicht hingehen. Oh Mann, Alter, ich bin 9. Hast du deine Penalty schon gemacht, Jana? Ja, zählt, glaube ich, gleich. Weil du musst ja eigentlich nicht in die Box. Ich glaube, deshalb. Nee, ich muss jetzt trotzdem noch in die Box. Wow. 2-mal in die Box.
Ja, wieso musst du noch ein zweites Mal rein? Ja, Strafe und einmal, weil ich einen kompletten Schaden hatte, Alter. Achso. Ich habe meine Durchfahrtsstrafe schon gemacht, bin auf 5 zurückgefallen auf von 3, also... So ein dummer Idiot, ey. Da haben wir von dem Divebomben letztes Mal geredet. Voll reingehalten. Und ja, verkeilt dann, als wir nach rechts gefahren sind, ja. Wie scheiße. Letztes Mal war es, wo ihr den schönen Abflug gemacht habt. Vor mir sind zwei Leute rausgeknallt. Hast du El Bandi gerade geschoben oder hat er sich einfach nur weggedreht? Oh, da stehen zwei Leute auf Startziel. Ja, die stehen immer noch, ja. Ah! So, jetzt neben mir? Ja. So, beim Anbremsen ist der vor mir meiner. Unfassbar, ey. Bei den Hex sieht echt gut aus, Andy. Ja, ich merk schon. Du kommst ziemlich schnell nach. Na! Ja, Windschatten halt, ne? Tempolimit. Lenk mich am Arsch. Oh, oh, nein, nicht im. Boah, Alter. Das ist was für ein Shit, ey. So. Den ersten habe ich mir schon wieder gesnackt. Ich bin jetzt wieder Vierter, das ist schön. Komm, ich fahr jetzt in die Box, scheiß drauf. Ist das jetzt deine Durchfahrtsstrafe oder dein Boxenstopp? Durchfahrtsstrafe. Okay. Ne, den Boxenstopp macht er immer früher. Okay. Die stehen aber auch richtig scheiße auf der Startziel, ne? Der eine steht normal und der andere steht quer. Junge, Junge. Ich habe ehrlich gesagt nicht einmal das Ziel, Ziellinie? Überfahren. In 4 Runden, das ist schon heavy. Ey, ich frage mich echt, wie Striezel fährt, Alter. Innerhalb von den 2 Runden hat er nochmal eine Sekunde Abstand rausgeholt. Das war ich schon an meiner Grenze, ey. Krank. Der hat ein gutes Setup. Ja, wahrscheinlich. Also, boah, der Typ zieht mir jedes Mal weg. Ja, Tempolimitstrafe, lol. Was ein Scheiß. Ja, bist du weit rausgefahren, letzte Kurve? Oh nein, ja. Schon wieder drehen, du. Oh Mann. Es steht nur noch einer auf Start und Ziel bei mir. Wir sind da nur noch 12 Leute drin. Es kann sein, dass einer rausgegangen ist. Och, komm schon. Bei mir sind es 11 Leute. Es steht auch nur noch einer auf der Dings. Ja, einer auf der Startziel. Schlüpfer blau-weißer Aston Martin. Das ist, wie hieß er denn? Ach, keine Ahnung. Der war auf jeden Fall der Letzte. So, ich bin auf jeden Fall gerade eben schneller in meiner Runde gewesen als in meinen kompletten Übungssessions, die ich so gefahren bin vor der Aufnahme. Mein Auto zieht schon wieder nach links. Oh Mann, ey. Wie viele Sekunden hast du auf deinen Vordermann? 10. Ja, wir driften hier noch ein bisschen. Ja, ich merke schon, raucht hier ganz ordentlich. Rauchzeichen sind Alpha-Tier-Zeichen. Ja, ist noch einer da. Alter, das ist echt nicht deren Ernst gewesen. Oh. Erst Spa und jetzt hier so eine Scheiße. Wieso, was war ein Spa? Ich hab das noch nicht mitbekommen. Ja, da wurde ich am Start gleich auseinandergenommen, ey. Achso. Da hat aber jeder gelitten, glaube ich. Ja, da hat keiner von uns was gerissen, ey. Ey, dass der Typ am Start steht, nicht irgendwann mal aus dem Rennen genommen wird, Alter. Ja, das hätten sie euch mal einführen können, dass man, wenn man 3 Sekunden sich nicht bewegt, dass man rausfliegt. Oder wenigstens in der Runde, wenn der erste Platz wieder vorbeifährt. Ja, oder so, ja. So, der erste ist nur 2,6 Sekunden vor mir. Der vorige, meine ich, Andy.
langsam auf meinem Vordermann. Ach komm, was ist denn das hier? Nein, andere Richtung. Wie heißt denn der? Vor mir Indoor. Ist Blake PL. Bestimmt ein Pole. Bei PL schwer zu vermuten, also. Der dürfte hinter dir sein, ne? Oder bist du? Weiß nicht, was er hier gerade macht, aber er fährt halt rechts auf den Rasen raus zum Kurve fahren. Wahrscheinlich ein Insider-Tipp. Möglich, ne? Ah, das ist der Wichser, den wir kicken sollten. Ja. Wie oft habt ihr euch schon gedreht? Bei mir war es gerade der erste. Noch null. Betonung liegt auf noch. Mit Style, Kongo. Ja klar, schön Drift hier. Mit Style. Ken Block, Alter, was ist los? Oh, da bist du. Nee, also den Hooniken, glaube ich, fährt er nicht, oder den Fiesta. Also es ist noch... Oh Fall. Nein! Was nun? Was ist bitte passiert? Ich bin tatsächlich gegen den gefahren, ne? Oh Andy, was machst du denn? Ich bin doch schon extra links vorbei. Halb auf dem Rasen. Oh ne, als Zuschauer, ja komm, das macht keinen Sinn. Bist du jetzt kaputt? Ja. Ach hey. Oh, ist wieder der Typ mitten in der... Lol. Immerhin kann ich jetzt links bleiben. Sehr schön. Alter, das ist doch alles scheiße gewesen. Aber du musst das positiv sehen. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt in einem Rennen vor dir lande. Ja, super. Tempolimit-Strafe, geil. Ja, ist natürlich schade, weil wir gerade halt so ein lustiges Duell hatten. Auch mit dem anderen drin. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich da durchfahren kann, aber jetzt weiß ich, dass es nicht so ist. Oh Mann, ey. Ich würde sowas im Rennen. Und Nummer 2. Ich hab das doch auch mal im Rennen gemacht. Das hat mich doch auch irgendwie eine ganze Menge Plätze und Zeit gekostet. Oder war es im Training? Weiß nicht mehr. Ich würd sowas nie machen, wenn da einer vor mir steht. Immer ausweichen. Irgendwas hat mich irgendwie sichergestellt oder sowas, dass ich durchfahren kann. Oh Mann, ey. Vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf noch Grid gehabt oder so? Kann sein, ich weiß auch nicht. Selbst da wurde der Gegner aber nicht immer unsichtbar. Nee, das stimmt. Ein paar Telemetriedaten könnte man sich mal reinziehen. Von den Fahrern, bei denen du zuguckst? Oh nein. Ja. Drehe. Bei wem guckst du? Doc, das bist du, oder? Letzte Kurve, ja. Ja. Wuhu, da bin ich. Ja, pass auf bei dem, der da jetzt noch vor dir ist. Das ist Guido. Ach, da ist noch, vor mir ist noch Striezel. Achso. Hey, Andy, du hast den Wagen jetzt aber ein bisschen verdreht, der noch auf Startziel steht hier. Ja. Scheiße, Alter. Oh, lol, was ist denn hier los? Das war nicht mein Wochenende. Mustang auf der Gegengeraden ganz langsam. Oh. Überraschend. Einmal die Schikane geschafft. Ohne Probleme. Vielleicht solltest du mal, bevor du in die Schikane fährst, die Bremse komplett lösen. Ja, ich versuche immer schon so früh wie möglich zu bremsen, damit ich die halt relativ früh wieder lösen kann. Damit ich nur noch rollen muss. Na Schalke, kriegst du den? Das ist und ich schon wieder drehen, oh Mann. Oh, jetzt stehe ich natürlich wieder quer auf der Strecke. Oh Mann, ey, ich habe so schön auf den Vordermann aufgeholt. Ahnung, was der gemacht hat. Ja, Kongos Auto sieht mal wieder absolut solide aus. Das kann ich mir gleich mal angucken, das ist eine gute Idee.
Ja, hinten fehlt die Stoßstange? Ne, ist noch dran. Ne, ist verbeult. Ja, verbeult, ja. Hab auch schon schlimmere Autos gesehen, muss ich sagen. Ja, verbeult ist aber dran, also ist dran. Ja, ich will den überholen, Alter. Ich werde gerammt. Hurensohn, Alter. Von wem? Oh, das war, Gidor. Gidor, super. Schön, dass... Ne? Ich hab dich gewarnt. Ja, trotzdem, ey. Solche Idioten hast du ja immer. Ja. Aber dass man wenigstens gemeinsam bannen würde, wäre das Problem schon gelöst gewesen. Aber ja, nein. Man müsste sich halt eine Blacklist anlegen können mit Leuten, die man auf jeden Fall nicht mehr in der Lobby haben will. Die auch dann funktioniert, die man selber einfach ins Spiel lädt und dann werden die automatisch geblockt. Das wäre cool. Ja, wieder nicht geschalten. Aber das Gute ist, auf der langen Geraden, da hole ich auf den Vordermann immer auf, weil ich irgendwie einen höheren Topspeed habe. Mein Auto hat einen ganz kleinen Linksdrall. Damit fahre ich auch schon seit ein paar Runden. Okay, Strafe für Striezel. 5 Sekunden. So, ich habe jetzt diesen Guido, wie der Typ da heißt, einen Anstupser gegeben und bin vorbeigefahren. Oh, dann hast du aber mächtig Zeit verloren, ne, wenn du gerade auf die zweite Schikane zufährst. Oder bist du das nicht? Doch, das ist er. Na, dann habe ich den Spacken ja jetzt auch vor mir. Ja, musst du aufpassen, er zielt auf dich. Ja, hat er gesehen, dass du ein Problem hast. Das war ich nicht. Ach so. Ich bin jetzt nämlich direkt hinter dir. Ja, ich bin ja die ganze Zeit jetzt die Bande lang geschliffen, quer, wie er mich gerammt hat. Das hat mich jetzt durch 6 Sekunden gekostet. Ja, das war er. Ja, es ist mir egal. Auto ist noch heile. Seins anscheinend nicht mehr. Na, also kann sein, dass der hinten irgendwie den Schaden hat, weil ich habe ihm nämlich von hinten eine mitgegeben, mir ist egal war. Ich bin gerade auf seine Aufhängung drauf geheizt. Ja, der kann auch nicht mehr gerade ausfahren. Alter, ist das ärgerlich, ey. Also wenn der noch gerade ausfahren würde, das hätte mich dann aber stark gewundert, nachdem der so oft die Aufhängung gekriegt hat. Nee, bei dem ist alles im Arsch. Ich weiß, kann man das eigentlich noch ein bisschen detaillierter hier ansehen? Nee. Offensichtlich nicht. Oh, wie kann man das wieder rückgängig machen? Alte 4. Achso, Escape. Schön Andys Aufnahme noch versauen. Ja. Falls sie noch läuft. Ja, die läuft noch. Das Herz blutet zwar, aber... Oh, was hier mit Sepp? Zeitstrafe? Auf der Geraden wahrscheinlich. Ah, ne. Oh, nur 90 Sekunden Rückstand auf den 6. Mensch. Ja, das geht läuft ab. Ja. Oh, 6. Kongo, Alter, was ist da los? Wenn ich mich nicht 100 Mal gedreht hätte, wäre es bestimmt schon kleiner. Jetzt musst du einfach nur konstant fahren, nicht geradeaus. Ja, ich weiß. Jetzt kriege ich halt meine Zeitstrafe. Tempostrafe. 10 Sekunden? 5. Oh, das geht ja noch. Lohnt sich ja schon fast zu karten. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe viel zu viel Benzin an Bord. Ja, ich glaube ich auch. Ich habe noch über 13 Liter dran. Ich habe noch 23. Gut, ich bin noch eine Runde hinter dir, aber... Was steht doch da, wie viel du mitnehmen sollst? Ja, ich glaube, das kam bei mir durch den Boxenstopp, da hatte ich nicht mehr drauf geachtet, so richtig. Ach so, Nachttanken. Wegen dem Nachttanken. Nee, ich habe eigentlich eingestellt, dass es für 12,4 Runden reicht. Aber sind das echt zu viel Liter gewesen? Wow, Alter, hui. Ich hatte, ich glaube, für 13,5 eingestellt bei mir. Ja, ich bin auch auf sicher gegangen, ich habe auch noch 20,5. Ja, vielleicht hast du auf Liter geguckt und nicht auf... Nee, ich habe auf Runden. Gut, das hängt auch vom Auto ab. Ich habe ja einen Mustang. Der schluckt ja sowieso mehr. Ich habe jetzt noch 20 Liter für 2 Runden. Also das ist auch ein bisschen zu viel, glaube ich. Ja. Du fahr doch. Ich mach doch Platz. Doc, da bin ich jetzt gleich hinter dir. Naja, ich halte mich rechts. Gut, ich fahr links. Denk dran, da steht noch ein Auto, ne? Ja. Ich mach nicht den Andy. Da ist er.
Na, Striezel ist nur 55,283 gefahren. Und Cinnamon ist eine Sekunde und zwei Hundertstel langsamer gefahren. Na, ich bin auch nicht viel langsamer. 1,36,3. Du bist aber schneller als Cinnamon gefahren, ein Hundertstel. Was ist das? Ja, ich will meine Zeit, glaube ich, jetzt nicht mehr toppen. Ein Zehntel, pardon. Weil ich habe, glaube ich, irgendwie was abgegeben. Gleich die Ausreden, Alter. Nie mehr richtig ausgesprochen. Gleich Ausreden. Voll verbremst. Oh, diese blöde Taste. Voll verbremst? Ja. War das eine Texas-Kurve? Ja, das ist dieser scheiß Reflex von GTA. Wenn irgendwas passiert, erstmal Handbremse drücken, aber die Handbremse ist hier nicht auf der Schultertaste. Ja, schön. Und deswegen habe ich erstmal die ganze Zeit die Kamera gewechselt. Das ist aber leider einen Punkt verloren. Ja, das ist zwei Punkte. Nein! Nein! Nein, ich krieg ihn nicht mehr. Das war der Fehler. Letztendlich. Also irgendwie hat durch diesen Dreher von diesem Idiot mich überrundet und der Motor was abgekriegt. Ich komme nicht mehr in den sechsten Gang in den Geraden. Ja, das kann sein, ne? Ja, super. Aber mir wird aber auch kein Schaden angezeigt. Nee, manchmal kommst du auch nicht mehr auf Geschwindigkeit. Das haben wir auch in Spa festgestellt. Wenn die Aerodynamik hinüber ist? Ja, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall kamen wir dann einfach nicht mehr. Waren wir teilweise 25 Stundenkilometer langsamer. Striezel ist raus. Oh lol, dann bin ich ja jetzt doch irgendwie auf dem Podium. Lol, Cinnamon gewinnt, was ist da denn los? Ja, ist noch nicht sicher. Der Typ holt jedes Mal mehr auf. Wenn du mich verfolgst, ich komme auf der Geraden gerade so bei knapp 300 Bremsen. Oh, 306. Das ist doch nicht wahr. Und der nächste Dreher. Ja, letzte Runde würde ich sagen, ne? Ja, aber mir wird es jetzt auch ein Kampf, weil der hinter mir aufgeschlossen hat. Oh, das wird ein Kampf zwischen den beiden. Oh schön, mein Lenkschaden ist schlimmer geworden. Nein! Aber der Blake, der fährt einfach konstanter als du, Cinnamon. Er ist gerade mal eine 1,58 gefahren. Gut, und du hast da und deine schnellste. Ja, 1,6, schneller. Oh, scheiße. Oh Mann. Das hat aber auch einen Fehler gemacht. Zum Kotzen. Können die Autos auch wegen dem unterschiedlichen Reifenverschleiß nach links ziehen? Wisst ihr das? Oh, das weiß ich nicht. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu krass. Weil links vorne habe ich schon doch heftig und links hinten auch noch ganz schön ordentlich. Ja, aber gut, du bist aber schon überall irgendwo gegengefahren. Ja, ne? das meine ich aber. Es ist halt. Ich bin aber nicht richtig doll irgendwo reingeballert, meines Wissens. Ja, gut, aber so hier und da, ne? Und. Das häuft sich halt alles. Ja, kann gut sein, ja. Kann sein, dass sie auch so eine Prozentualnummer haben, weißt du? Warte, welchem Spiel war das nochmal? Weiß ich auch nicht mehr. Da wurde irgendwie permanent irgendwo gegengefahren, bis nichts ist passiert, aber irgendwann ja, war das Grid? Hm. Ja. Stimmt. Und dann hast du plötzlich irgendwie, keine Ahnung, Lenkschaden. Minimal die Bande berührt und auf einmal vor den heftigen Lenkschaden. Ja, richtig. Hast dich reset und hast ihn trotzdem noch gehabt. Ja. Ja, war Grid. Gut, Platz 4, scheiße. Oh, entschuldige, sagt man nicht. Ah, zum Kotzen ist das doch. Ja, der Typ ist dicht dran, aber er kriegt mich nicht mehr. Es sei denn, ich fahre jetzt noch wie ein Blöder in das Auto da rein. Nee, davor ist schon die Ziellinie. Nein, die Ziellinie ist danach. Nee, die Ziellinie ist erst dahinter. Also bei Formel 1 ist sie aber nicht so weit weg, kann das sein? Ja, Win! Oh Gott! Ja, Glückwunsch an Cinnamon. Ja. Ja, Rutsch hast freigeschaltet, was ist das denn jetzt hier? Gewinnt sie ihr erstes Rennen. Lucky Loser, glaube ich. Nee, warte, kann ich schon nachschauen. Beständigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. 3 Runden in Folge in einem Durchschnitt von 0,1 Sekunden oder weniger ausgeführt. Ah, okay. Ach, weil ich konstant gefahren bin, ne? Wisst ihr, was gerade passiert ist? Nein. Der die ganze Zeit auf Startziel stand, ist jetzt rausgegangen. Lol. Der wurde gerade nochmal heftig gerammt. Konko 6. Hat doch noch geholt, wa? Ja, mit einer Runde weniger. Ja, nee, das war ja im Qualifying, glaube ich. Ich hatte mich ja jetzt doch kaum 4-5 Mal gedreht, dann einmal extra Boxenstopp wegen dem Scheiß am Anfang, wo ich in der zweiten Schikane ja schön weggerammt wurde. Von dem grünen Aston. Aber das freut mich, ich krieg wenigstens einen Punkt mehr wegen der schnellen Runde. Das ist ja, ja. schon. Ist aber nicht viel dazwischen. Nee, ich hätte auch noch schneller fahren können, aber ich habe die ein oder andere Kurve immer vergeigt. Ja, für mich enttäuschend, für Cinnamon glücklich. Gleich mal herausfinden, was mit Striezel passiert ist. Das kam ja irgendwie aus dem Nix. Leute, mein Auto hat jetzt bloß noch 3 Liter, jetzt sehe ich gerade. Das ist ganz schön, der Wagen.
Doc, sechster Platz. Ich bin Achter. Ich weiß, also ich kriege auf jeden Fall keine Punkte. War ein Nuller. Schöne Scheiße. Ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse für mein Fauxpas. Ja, und konzentriert, ne? Und ein bisschen optimistisch wahrscheinlich. Richtig. Und dann gibt's das nächste Rennen dann, beziehungsweise Training morgen in Zolder. So, dann haut mal rein. Auf Ciao. Wiedersehen. Und Andy, lass die Punkteliste länger angezeigt in dem Video, nicht nur 2 Sekunden. Ja, man kann auch anhalten. Tschüss. Tschüss.